Schön, dass du heute hier bist und ich freue mich, dass wir zusammen uns ein bisschen über das Ultimate-Projekt unterhalten können. Ja, ich freue mich auch. Stellst du dich mal kurz vor und deine Organisation, bei der du arbeitest? Ja, mein Name ist Anne Kleyböcker. Ich bin Wissenschaftlerin und Projektleiterin am Kompetenzzentrum Wasser in Berlin. Wir sind eine Forschungseinrichtung und beschäftigen uns mit angewandter Forschung im Bereich Wasser. Was ist so genau dann auch deine Rolle im Projekt? Genau, ich koordiniere das technologische Arbeitspaket. In dem Arbeitspaket gibt es insgesamt 9 Fallstudien. In den 9 Fallstudien werden 37 verschiedene Technologien entwickelt, gebaut, implementiert und dann auch optimiert. Was macht Ultimate dann aus deiner Perspektive zu einem einzigartigen Projekt? Besonders an Ultimate ist, dass wir hier die Symbiosen betrachten. Also wir wollen aus dem Abwasser, das kann ja nicht nur Wasser gewinnen, sondern eben auch verschiedene Materialien, Nährstoffe und auch Energie in Form von Wärme und von Biogas. Also wir haben zum einen die Industrie, zum anderen aber auch den Wassersektor. Und die beiden kooperieren, damit es eine Win-Win-Situation für beide ergibt. Was würdest du jetzt, wenn man so die allgemeine Thematik sieht mit Wasser, als das eigentlich das, was ist das aktuelle Problem mit Wasser? Das aktuelle Problem ist, dass wir momentan um die 2 Milliarden Menschen haben, die an Wasser, von Wasserknappheit betroffen sind. Das heißt, wir müssen lernen, umzudenken von einer linearen Wirtschaft zu einer kreislaufgeführten Wirtschaft. Wir können zeigen, dass unsere technologischen Ansätze diese Kreisläufe schließen, um wieder das Wasser so aufzureinigen, dass wir es wiederverwenden können und nicht entsorgen müssen. Was kann ich mir dann unter zirkulären Lösungen in Ultimate vorstellen? In Griechenland haben wir eine Fabrik, die Fruchtsäfte herstellt und die produziert natürlich Abwasser. Und da wird jetzt eine neue Technologie eingesetzt, um nicht nur das Abwasser zu reinigen, sondern in dem Abwasser sind noch wertvolle Polyphenole. Die werden da rausgeholt aus dem Abwasser, denn die kann dann wieder der Safthersteller seinen Säften zuführen als Antioxidantien. Was hält uns dann auch bislang ab, solche Prozesse umzusetzen? Oder müssen die Prozesse erst noch optimiert werden? Ah, gar nicht so einfach zu beantworten. Ich denke, es hängt viel mit der Akzeptanz zusammen. Ich glaube, das ist schon ein Schlüsselfaktor. Und einfach auch, dass dieses Umdenken da ist, dass man guckt, ist denn da jetzt vielleicht ein Partner in der Nähe, mit dem ich so eine Symbiose bilden kann? Was würdest du sagen, kann durch eine Umsetzung der Kreislaufwirtschaft verbessert werden? Im Grunde genommen verbessern wir unsere Umwelt und unser Leben. Denn wir schaffen so Sicherheit. Wir schaffen eine nachhaltigere Umwelt und das ist Sicherheit für uns. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit und für die Erklärung. Das hat mir doch auch nochmal viel Input gegeben. Ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen. Danke, ja. Anne. Bitte. Tschüss. Tschüss.